Angelo Kelly vor Gericht, 3000 Euro Strafe für den Auftritt seines Sohnes, 4, Urteil ist nicht rechtskräftig. Angelo Kelly will sich wehren. Der Musiker Angelo Kelly muss wegen eines Bühnenauftritts seines jüngsten Sohnes ein Bußgeld in Höhe von 000 Euro zahlen. Bei diesem Auftritt stand das Kind William für mindestens 30 Minuten auf der Bühne, hat dort mitgespielt, mitgesungen und außerdem ein eigenes Lied interpretiert. Dabei handelt es sich um eine Beschäftigung im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes, sagte der Richter am 2. Februar vor dem Amtsgericht Haßfurt, Bayern. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Angelo Kelly und sein Anwalt kündigten an, Rechtsmittel einzulegen. Das Wohlbefinden der Kinder geht vor. Als Vater ist mir das Wohlbefinden meiner Kinder am allerwichtigsten, äußerte sich Angelo Kelly nach der Urteilsverkündung über seinen Facebook. Vor Gericht musste der 39-Jährige nicht erscheinen. William war und ist bei unseren Shows zu keiner Zeit verpflichtet, mit uns aufzutreten. Wenn er es tat, dann nur, weil er es wollte. Wir halten das Urteil rechtlich für falsch, sagte Kellys Anwalt. Es ist doch fernliegend, dass ein kurzweiliger Bühnenbesuch im Beisein der Mutter und der Geschwister bei einem Konzert des eigenen Vaters mit einer kleinen, spontanen und freiwilligen musikalischen Aktivität eine Beschäftigung darstellt. Vorfall war im Sommer 2019. Der Musiker hatte im Oktober von der Regierung von Unterfranken einen Bußgeldbescheid in Höhe von 5.000 Euro erhalten, weil im Sommer 2019 sein damals vierjähriger Sohn William im Rahmen eines Open-Air-Konzerts auf Schloss Eirichshof bei Ebern in Unterfranken auf der Bühne. Kelly wehrte sich gegen den Bescheid und legte Einspruch ein. Das Vorgehen des Gewerbeamts war dem Richter zufolge nicht unverhältnismäßig gewesen, sondern ein Paradebeispiel für einen Verstoß gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz. Danach können Kinder über 3 bis 6 Jahre bei Musikaufführungen zwar mit behördlicher Ausnahme bis zu 2 Stunden täglich gestaltend mitwirken und an Proben teilnehmen, aber nur in der Zeit von 8 bis. Williams Auftritt endete den Behörden zufolge allerdings um 20:20 Uhr. Quelle: dpa.rtl.